Ja, hallo erstmal. Weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber mit meinem Mitbewohner verstehe ich mich prima. Wir kommen wunderbar klar. Gut, er ist jetzt nicht direkt aus Paderborn. Es ist also eher so eine andere Gegend, wo er wegkommt. Aber ich muss sagen, wir kommen wunderbar klar. Ich habe ihm das schon mal gezeigt, dass man das Spülbecken halt auch nach dem Spülen ruhig mit dem Rauschwamm nochmal durchwischen kann. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Es ist im Grunde dasselbe wie mit den Gläsern. Wenn man die halt nicht direkt abtrocknet nach dem Spülen, dann gibt es halt Ränder und Flecken. Meine, ich bin da eigentlich auch nicht so, aber es ist einfach schöner, angenehmer, wenn man mal Gäste hat. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Das ist im Grunde dasselbe wie mit dem Bad. Meine, so ein Duschvorhang, der kann verschimmeln. Muss er natürlich nicht. Wenn man den halt nach jedem Duschen wieder ordentlich ausbreitet, auf der Duschvorhangsstange, dann ist das gar kein Problem. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Das ist im Grunde dasselbe wie mit der Telefonschnur. Ich meine, sowas kann man vernuddeln lassen. Oder man hängt sie halt nach jedem Gespräch wieder ordentlich aufgerollt über den Haken. Ich meine, das ist eine Sache von 30, also maximal 45 Sekunden. Ich hab's mal gestoppt. Dafür hält so eine Schnur dann halt länger. Ja, ich meine, für mich muss die jetzt nicht irgendwie länger halten. Ist vielleicht so eine prinzipielle Sache bei mir. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Das ist im Grunde dasselbe wie mit den Pflanzen in seinem Zimmer. Die können vertrocknen. Bitteschön. Das sind seine Pflanzen. Sind ja nicht meine. Ich meine ja auch nur so. Man macht sich halt so seine Gedanken. Ja, er schläft morgens gerne etwas länger, meistens so bis 2 Uhr mittags. Frage mich da halt nur, wie er das mit seinem Studium macht. Ich meine, es geht mich ja im Grunde nichts an. Hab da jetzt mal mit seinen Eltern drüber gesprochen. Die hat es sehr interessiert. Ja, weil die ihn eben auch finanziell unterstützen. Ja, wir haben dann mit ihm gesprochen und er muss halt jetzt neben dem Studium noch ein bisschen jobben. Macht jetzt Frühschicht bei Westfleisch von 4 bis 10. Den Job habe ich ihm übrigens vermittelt. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Er ist im Grunde dasselbe wie mit seinen beiden Freundinnen. Ich meine, er konnte sich da nicht entscheiden. Und da habe ich mit beiden gesprochen. Jetzt ist er halt wieder solo. Ja, gut, er war ein bisschen sauer auf mich. Aber wir haben dann drüber gesprochen. Und er hat das auch gleich eingesehen. Also, das ist gar kein Problem bei uns. Ja, und heute Morgen, da ist es dann halt passiert, da ist es zum großen Knall gekommen zwischen uns. Ich meine, es hat sich ja schon irgendwie angedeutet in der letzten Zeit. Da hat er zum wiederholten Male meine Zahnpasta mitbenutzt. Und jetzt reicht's. Jetzt fliegt er raus. Aber achtkantig. Ich meine, ich habe mir wirklich alle Mühe mit ihm gegeben. Aber was zu weit geht, geht zu weit. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Schluss jetzt.